Test, Test. Schau mal, nichts los auf den Skipisten. Und mir müssen ein Video drin. Also ich bin Erich Wörfel, ich bin von der Wörfel GmbH. Wir betreiben Hausmeisterservice, Gartenbau, Baggerarbeiten, Pflasterarbeiten und Winterdienst. Ich bin dafür, dass wir nachher einmal runterfahren und dann Abriss-Ski machen. Und der Steuer von Lena muss natürlich auch mitmachen. Ein Polaro-Streuer gibt es in verschiedenen Größen. Den 70-Liter-Behälter, den 110-Liter, 170 und 250. Und die liegenden Streuer sind dann der L mit 360 und der XL mit 550. Du kriegst eine gute Tonne Salz rein. Also wir sind sehr zufrieden mit der Bauqualität. Natürlich die hochwertigen Komponenten, wo verbaut sind, stehen für eine Langlebigkeit der Streuer. Diese Edelstahlspiralen rosten einfach nicht und sind daher einfach auch anfallslos. Also sie haben einfach keine Probleme, machen keine Probleme, was im Winterdienst einfach für uns ganz wichtig ist. Das Ding muss funktionieren und laufen. 12 Volt ist die Betriebsspannung eines jedes Fahrzeuges, das einfach fährt. Und nachdem Lena 12 und 24 Volt kann, sprich sogar LKW, eine Wahl. Die normalen Polaros sind die sehr einfach gehaltenen. Ich kann über einen Potentiometer die Streubreite in einem Dreh vergrößern und die Streumenge wird hinten am Polaro fest eingestellt. Und beim Polaro E ist es so, ich muss über einen Tastendruck die Streuweite verändern, was beim L und XL super ist. Du hast drei Memory-Funktionen. Du kannst einmal auf Speichertaste 1 zum Beispiel deinen Gehweg von 2 Meter einspeichern mit der gewünschten Salzmenge. Dann auf 2 eine Streubreite von 3 Meter. Und das mache ich einfach nur mit einem Tastendruck. Und das ist eine sehr geile Innovation. Beim L- und beim XL-Streuer gibt es als Zubehör Rückfahrkameras, was einfach nochmal so das Gefühl von Sicherheit verbreitet. Die Autodosis beherrscht der E-Streuer sowie die XL- und L-Streuer-Varianten. Wir nehmen die Streuer, lupfen die zu viert drauf, 4 Spanngurte, Stecker angesteckt und schon kann es losgehen.